Herr Schiffer, Sie haben beschrieben, wie Sie gewachsen sind. Globalisierung, Erweiterung der Produktlinie, E-Commerce. Wie geht das weiter? Wo steht das Unternehmen in 10 Jahren bezüglich weiteren Wachstums und der Felder für dieses Wachstum? Ja, das Kauf- und Informationsverhalten der Endkonsumenten hat sich ja dramatisch geändert in den letzten Jahren und wird sich auch weiter dramatisch ändern. War früher so der Point of Sale, wir nannten das the Moment of Truth, da wurde die Schlacht geschlagen, ist es ja heute der Point of Decision und die Entscheidung, ob man was will, wird nicht unbedingt im Laden getroffen, sondern kann ganz woanders getroffen werden. Trotzdem, wir setzen also auch in Zukunft auf eigene Läden, wollen dort immer mehr diesen Multi-Channel-Gedanken verfolgen, dass wir also auch in den Läden unsere Idee ist, Digital Counters zu haben, wo also nicht einfach nur gekauft und bezahlt wird, sondern auch sich eingetragen wird und dass das Zeugs vielleicht nach Hause gebracht werden. Und da sehen wir Wachstumsquellen in der Zukunft, dass wir die Endkonsumenten künftig direkt ansprechen. Und das kombiniert mit einer permanenten Investition in die Marke, weil Digitalisierung bedeutet ja nicht nur grenzenlose Chancen, sondern auch grenzenlose Verunsicherung der Endkonsumenten. Was soll ich denn jetzt nun kaufen? Preis ist ja nicht das einzige Argument. Und deswegen also mit Marke, direkter Kundenansprache, CRM und auf weiterem Ausbau unseres Produktprogramms wollen wir hoffen, dann irgendwann auch die Milliarde zu knacken.